Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir haben letztes Mal einen Kloake-Typi nicht befreit, aber wir haben es versucht. Den müssen wir dann später nochmal suchen, weil der gibt uns eine Waffe. Die will ich natürlich haben. Und jetzt müssen wir... Warte. Da oben ist... Ist ein violettes Ding. So ein Safe Point oder so. Den hat anscheinend irgendein Spieler dahin gemacht. Und ich will wissen, was das ist. Klatsch. Ah. Zeig mal, was du drauf hast, Ben. Auch wieder nicht. Ja, für 200. Hey. Hallo. Klatsch. Gut. Die ist da drüben. Ah, Safe Point. Cool. Aber, wisst ihr das, warum war die da? Ich steck's halt echt nicht. Naja, gut. Oh, hi. Was war das denn? Hi. So, wo bist du? So, das macht viel zu viel Spaß. Na, wie wär's mit einem schönen kleinen Headshot? Plopp. So, noch weiter unten. Weil hier komme ich, glaube ich, nicht runter. Von hier aus. Oder ich gehe einfach den Weg außen rum. Nächster. Alter, was ist das denn für eine? Warte. Ich glaub schon. Steck das in deine Pfeife und rauch mich! So, jetzt hat er aber. Das hier ist eine Nummer. Jetzt
ausgeschaltet hast. Wer du auch bist. Tumor. Bist du wegen des Austauschs hier? Rede mit mir. Okay, das ist der Deal. Ich halte eine Atlas-Soldatin als Geisel. Aber ich lasse sie gehen, wenn du mein Mädchen Gottschein befreist. Haben sie geschnappt und in einem blöden Gefängnis eingesperrt. Und verarsch mich nicht. Wenn du mich verarschst, töte ich die Geisel und mich selbst und eine Menge andere Leute. Denn ich bin verliebt und irre. Hi, Kammerjäger. Ich bin Naoko, Tumorheads Gefangene. Aber ich bin keine Atlas-Soldatin, wie sie glaubt. Wenn sie herausfindet, wer ich wirklich bin, bin ich erledigt. Danke, dass du versuchst, mich zu retten, aber es sieht aus, als müssten wir erstmal tun, was sie verlangt. Hilf mir hier raus, dann erzähle ich dir alles. Glaubst du kommst an mir vorbei, hä? Bin ich doch schon. Hallo, du kleiner Wicht. Du hast dich mit der Falschen angelegt. Na ja, komm, ja. Leben. Ah. Genau. Oh, ich will ja das endlich haben. Nicht gut. Ich will endlich das Iridium abbauen können. Mal schauen, was ich dafür brauche. Wahrscheinlich eine besondere Waffe oder so. So. Oh, hier bin ich. Ach, krass. Da hätte ich ja... Oh, Mann. Ich hätte voll anders gehen können. Viel Zeit sparen da. Naja. Boing, boing. Nähere mich dem Cobbot-Hauptquartier. Jetzt such einen Weg rein und zerschmettere die Cobbots. Befrei dann mein Baby Blattschein. Ja. Was hältst du da draußen? Was soll das werden? Ja, hier passieren gleich einige Morde. Und das hat funktioniert? Okay. Sind die feindlich? Oh, du hältst dich wohl für wahnsinnig witzig, was? Ich bring dir mal die Arbeit. Mhm. Du weißt ja gar nicht, was hast das ist. Hast du die Cobbots ausgelöscht? Wenn Blattschein was passiert, töte ich deine Familie. Und einen alten Mann, den ich kenne, der ein Erdhörnchen als Haustier hat. Erdhörnchen! Ich bin verliebt! Ja, hast du schon gesagt. Ja. So, jetzt reicht's. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Jetzt kann ich ja das Geschütz von dem benutzen. Nice. Nice, 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 nice. Ein Kammerdieb? Blattschein steht nicht auf Kammerdieb.
Echt jetzt? Ihr Herz gehört nur dir. Gut. Bring sie zu mir. Dann tauschen wir die Gefangenen. Wenn Tumorhead mitkriegt, dass du Bloodshine getötet hast, bin ich dran. Ich hab gar nichts getötet. Schnapp dir ihre Maske. Tumorhead sieht extrem schlecht. Ich nehme an, das liegt am Tumor. Vielleicht können wir sie reinlegen. Wir sehen uns im Versteck. Hey, mach dir nichts aus Bloodshine. Die zwei sind verliebt. Ins Morden Unschuldiger. Es sind Monster. Außerdem sind öffentliche Liebesbekundungen ekelhaft. Im Ernst, werdet erwachsen. Das will doch niemand sehen. Zahnseide! Verdammt. Das will doch niemand sehen. Gut. So, ich bin halt tot, aber ich habe meinen Bär wieder online. Deswegen ist alles in Ordnung. Hui! Hä? Gehe ich gerade im Kreis rum? Nee. Wo geht's denn darauf? Egal. Okay. Ja, sie hat ja selbst gesagt, sie ist verrückt. Überraschung! Ich will, dass du meine Brutgefährtin wirst. Für immer! Und deine Mama ist hier, um mit uns zu feiern. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch! Hoch auf die Liebe! Sie ist tot! Sie ist tot! Der Kammerdieb hat Bloodshine getötet! Peter! Es hat fast geklappt. Immerhin bist du drin. Wir rennen nach dem Blutbad. Kammerjäger, hilf mir! You marry me. Brutgefährtin, wie das klingt. Alter. Was ist das? Auf jeden Fall gibt es Geld, oder? Ja. Nein. Na, egal, schmeiß ich später weg. Ja, dann kann ich ja jetzt markieren. So. So. Oh. Ja, na gut. Hallo. Oh, was bist du denn für... Badass Trauzeug. Oh, aber da rennst du so verrückt. Nice. Sie fallen um wie die Fliegen. Ja, schon, ne? So, gibt's hier noch ein Badass? Sache,
Hübsch. Ah, das ist die Mutter. Es kann losgehen. Hallo, hier kommen die Bösen. Fertig, oder? Ich hab schon. So. Was geil ist, dadurch, dass er jetzt stehen bleibt, ist da noch die, die Schildblase. Ja, kann man verkaufen. So. Verkaufen. Kann man auch verkaufen. Gut, ich glaube. Yay! So. Jetzt, wo du mich befreit hast, kann ich dir erzählen, dass ich Naoko Katagawa bin. Ja. Mein Drecksbruder hat Taryn Calypso beauftragt, alle meine Geschwister zu töten. Ich bin die letzte Überlebende. Du Ach, musst krass. Wissen, ich bin nicht wie mein Bruder. Er ist ein Psychopath und er will mich tot sehen. Als mir klar wurde, was mein Bruder vorhatte, wollte ich auf Promethea untertauchen. Ich fand einen toten Atlas-Soldaten und habe seine Sachen geklaut. Dann schnappten mich die KDK. Ich muss eine Weile untertauchen. Die meisten Leute hier würden mich allein wegen meines Nachnamens töten. Aber falls du meinen Bruder siehst, verpasst diesem Arschloch eine Kugel von mir. Mhm. Oh, Tumorhead hat mir auch ein Familienerbstück gestohlen. Ich will es nicht mehr. Du kannst es haben, Kammerjäger. Nichts für ungut, aber ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Im Ernst. Warum nicht? Aber sie hat mir... mit 33... Willst du mich verarschen? Alter. Okay. Schrott. Achso. Schrott. Ja, DND macht ein bisschen mehr Schaden, also 98. Aber ich habe mehr kritischen Treffer. Und Waffenschaden und so weiter, also behalte ich mal meine. So, gut. Das war das. Ah, hier bin ich. Dann über uns, genau über uns ist so ein grünes Ding.
Wechsel zu die Unterführung. Eliminiert die Soldatin! Das ist mein Gott! Hoffe, du hast keine Flyer für dich! Munition alle! Zeit für eine Kerbe! Hi! Latsch. So, jetzt mal schauen. Kloake-Knast und technisches Knockout. Na, ja, dann muss ich da hin. Also alles wieder zurück. Sieh nach Quinn. Zeit, meinen Wert zu beweisen. Klatsch. Ich bin scharf auf einen. Du bist scharf? Die Kammer gehört wohl. Naja, dann darüber. Stellt euch doch wenigstens an. Genau. Na, oh, egal. Dann schieß ich die halt. Alles klar. So, dann geht's mal hier weiter. Fütterungszeit. Latsch. Ja, für mich. Mhm. Boah, ich treffe ja gar nicht mehr. Aber ich habe einen Headshot gemacht. Das reicht. So. Dann mal hier raus. So. Kugeln kauft man bei Marcus Munitions. Du kommst wieder. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach deine Waffe Klick. So, das da, das da, das da. Gut. Nein, nein. Gut. Dann. Achso. Orbit ansehen. Ah, X, genau. Hier. Und da, okay, dann. Wo kann ich denn hinporteln? Da. Gut. Und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.